In dem Fass ist nichts drin. Nur ein paar Klamotten, die aufgehangen wurden. Vielleicht hätte man sie vorher waschen sollen. Wir unterhalten uns gerade. Igor versucht mir weiszumachen, dass ich als Arzt hier überflüssig bin. Er meint wohl, ich nehme ihm als Totengräber die Arbeit weg, wenn ich Leute heile. Ich brate mir eine ordentliche Portion Fleisch. Beim Jagen hat man wieder Glück, seit die verdammten Schatten abgezogen sind. Wenn man nur einmal am Tag isst, wie ich, dann aber richtig. Das Fleisch hat mein Mann gebraten. Typisch Ryan, halb verbrannt. Das ist derselbe Fraß wie heute Mittag. Schmeckt auch noch genauso eklig. So langsam werde ich zu alt für diese Schufterei. Aber Tobi ist noch zu jung fürs Holzhacken. Ein Stromgenerator. Sieht einigermaßen modern aus, das Ding. Das wird so nichts. So, das hätten wir. Mal sehen, ob der Generator jetzt wieder läuft. Funktioniert. Jetzt kann ich zu Madison gehen und mir mein Zeug abholen. Ich liebe es, nach einem harten Arbeitstag gemeinsam mit Ryan den Nachthimmel zu beobachten. Manchmal gibt es sogar Sternschnuppen, dann kann man sich was wünschen. Um diese Zeit wirkt alles so friedlich und still, jetzt wo die Schatten weg sind. Es ist schön, hier mit meiner Frau zu sitzen. Du siehst recht gesund aus. Sieht man nicht oft heutzutage. Fertig. War gar nicht so schwer, den Generator wieder in Gang zu setzen. Wie sieht's denn jetzt aus mit unserer Abmachung? Hervorragend. Endlich haben wir wieder Strom. Hier, deine Belohnung. Verdammt! Der Generator hat wieder den Geist aufgegeben. Am Steuermodul kann's nicht liegen, das war einwandfrei. Ja, klang auch mehr nach den Zündkerzen. Die sahen schon damals recht bedenklich aus, als ich sie von diesem reisenden Scharlatan gekauft habe. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst neue und dafür kriegst du noch ein paar Waffen von mir. Was sagst du? Klar, kein Problem. Ich besorge die Zündkerzen. Ich hoffe, das war die letzte Reparatur an diesem Ding. Mal schauen, ob die neuen Zündkerzen was taugen. Funktioniert. Am besten gehe ich gleich zu Madison und hol mir mein Zeug ab, bevor das Ding wieder kaputt geht.